Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Mein Name ist Michi, ich bin euer Tech-Trickser und ich habe heute mal wieder was richtig Cooles für euch. Dieses Mal in einem anderen Style, also nicht Overvoice, also nicht nachgesprochen, und ich rede jetzt einfach mal ganz live. Und was habe ich für euch? Und einmal habe ich hier eine Gaming-Maus mal wieder. Diese ist von Ninox, die Firma wurde erst 2017 gegründet. Also wer sie noch nicht kennt, kein Problem, ihr lernt sie jetzt kennen. Und zwar ist das eine Gaming-Maus, die einen richtig guten Sensor hat. Aber fangen wir erstmal bei der Verpackung an, beziehungsweise beim Inhalt der Verpackung, und auf geht's. So, die Verpackung an sich selber ist eigentlich recht schlicht gehalten. Ihr habt auf der Vorderseite Ninox, Venator, unten ein paar Produktspezifikationen. Auf der rechten Seite habt ihr Venator und ein Produktbild der schwarzen Variante. Die gibt es aber, glaube ich, derzeit noch nicht zu kaufen, sondern nur die weiße Variante. Aber die schwarze sieht auch sehr gut aus. Auf der linken Seite habt ihr wieder Ninox und das Venator-Logo bzw. das Symbolbild der schwarzen Maus. Auf der Oberseite habt ihr wieder Ninox, Venator. Auf der unteren Seite habt ihr Ninox, Venator, ein bisschen was von der Firma und einen Barcode. Auf der Rückseite habt ihr vieles zum Lesen, viele Produktspezifikationen und alles, was eigentlich die Maus kann. Beziehungsweise es ist eigentlich alles, was ihr braucht, hier auf der Rückseite bzw. im Karton selber. Im Karton selber habt ihr einmal die Venator Maus, die was eigentlich richtig schön ist, aber zum Design kommen wir später noch. Das hier ist die Venator. Des Weiteren habt ihr im Karton noch ein Set von Füßen. Es sind Ersatzfüße, also hier unten diese Slide-Füße habt ihr noch als Ersatz, falls diese mal kaputt werden sollten oder schon so abgerieben sind, könnt ihr die einfach tauschen. Richtig coole Sache und Daumen hoch. Und das letzte im Bilde, was es noch in dieser Verpackung gibt, ist die Betriebsanleitung, wo ihr auf der Vorderseite die Standardeinstellungen habt, die drei Modis bzw. die drei Channel, die was man einstellen kann. Ihr habt drei vorgefertigte Samples, das sind einmal rot mit 400 dpi, blau mit 800 dpi und grün mit 1600 dpi. Die Maus hat aber 12.000 dpi, also ihr könnt noch vieles umstellen. Diese drei Programme könnt ihr verändern, wie ihr wollt, und das habt ihr dann auf der Rückseite dieser Beschreibung. Und das war eigentlich alles. Ihr könnt alles auf dieser Maus direkt auf der Maus einstellen, ihr braucht keine Software, sonst gar nichts. So, kommen wir zu den Spezifikationen, was diese Maus alles kann. Ich sage jetzt nur die wichtigsten Daten, fangen wir hier unten an. Das ist ein Infrarotsensor von der Firma PixArt. Das ist der PMW 3360, ein in der Community geltender, fehlerfreier Infrarotsensor. Ich hatte bis jetzt, und ich habe sie schon, glaube ich, 2 bis 3 Wochen im Betrieb, hatte ich noch keinen Fehler, also ein richtig, richtig guter Sensor. Kommen wir weiter. Die Maus hat, wie schon gesagt, 400 bis 12.000 dpi, die ihr auf der Seite hier mit Farben angezeigt bekommt. Also ihr habt auch verschiedene Farben, zu denen komme ich aber später noch ein bisschen. Ihr habt vorne und auf der Seite und auch der obere Knopf sind Switches von Omron, also ziemlich langlebige Switches, die was bis zu 50.000 Klicks aushalten sollen. Das heißt, sind ungefähr ja, ein paar Jährchen, was ihr damit spielen könnt. Wenn ihr sie nicht gerade mal gegen den Tisch klopft oder gegen die Wand werft, ist es hier kein Problem. Ihr könnt mehrere Jahre mit dieser Maus spielen, ohne irgendwelche Probleme. So, kommen wir nun zu der weißen Beschichtung, die hier oben drüber ist. Das ist eine UV-gehärtete Beschichtung mit einer ganz leichten Körnung. Die kann ich euch leider nicht zeigen, weil meine Kamera das leider nicht so gut auffangen konnte. Aber sie ist leicht gekörnt, sodass ihr einen richtig guten Grip in der Hand habt. Die Seiten der Venator Maus haben eine Anti-Rutsch-Beschichtung aus Gummi, die man, mit der man die Maus auch mit 2 Fingern locker leicht heben kann, ohne dass sie einem aus der Hand rutscht, was richtig cool ist, wenn man beim Bearbeiten mal schnell die Maus auf eine andere Seite heben will, wenn man irgendwas schreiben will, könnt ihr einfach mal so die Maus auf eine andere Stelle heben und trotzdem fällt sie mir nicht aus der Hand, weil diese Anti-Rutsch-Beschichtung sehr gut und sehr präzise zum Spielen auch verwendbar ist. So, kommen wir jetzt nochmal zu der designtechnischen Frage. Nicht nur, dass die Ninox Venator sehr gut aussieht, ihr habt auch noch LED-Beleuchtung hier drinnen. Das sind um die 13 Farben, die ihr durch switchen könnt und auch auf die drei Profile belegen könnt, wie ihr wollt. Und ihr habt kleine Lichter, kleine LED-Streifen auf der linken durchgehend bis auf die rechte Seite und umgekehrt natürlich. Ihr habt hier oben eine Beleuchtung auf dem Mausrad, also quasi im Mausrad drinnen, was richtig cool aussieht. Das Ninox-Logo auf der hinteren Seite leuchtet natürlich auch, wie soll es auch anders sein. Des Weiteren könnt ihr die Beleuchtung bzw. diese
LED, Stripes und auch das Mausrad in 5 verschiedenen Stufen der Helligkeit einstellen. Das ist von 0 auf 25, 50, 75 oder ganze 100%, wenn ihr es mal nicht so hell wollt oder komplett leuchtend haben wollt, könnt ihr das Ganze einstellen, wie ihr wollt. Wie man die DPI einstellt bzw. wie man diese ganze Maus einstellt, ist ganz einfach. Ihr habt eure Veneta Maus oben einen DPI-Knopf. Den DPI-Knopf haltet ihr für 5 Sekunden gedrückt. Wenn ihr die 5 Sekunden gedrückt habt, sollte die Maus dreimal leuchten, wirklich dreimal leuchten bzw. blinken. Und wenn das der Fall ist, wird der PixArt-Sensor unten ausgeschalten und ihr könnt die Maus so gesagt nicht mehr verwenden, bis ihr fertig seid mit dem Setup. So, wenn wir in dem Einstellungsmodus sind, könnt ihr mit den linken Seitentasten die DPI rauf oder runter stellen. Damit müsst ihr aber in der Beschreibung nachlesen, welche Farbe dann für welche DPI ist, und könnt dann rauf und runter schalten. Das hat aber nichts mit der Beleuchtung der Maus zu tun, welches im Profil gespeichert werden sollte. Das sieht man nur, das wird dann nur die einzelnen Farben der DPI-Zahl. Also, dass ihr wisst, auf welcher DPI ihr gerade seid, weil ihr keine Anzeige auf der Maus habt. Habt ihr eure DPI gewählt, könnt ihr mit den vorderen, linken und rechten Maustaste die Farbe einstellen. Hier kommen wir jetzt wirklich zu der Farbe. Hier stellt ihr für das jeweilige Profil die Farbe ein. Hier muss ich noch dazu sagen, wenn ihr in den Einstellungsmodus geht, stellt ihr nur den Modus ein, den ihr gerade ausgewählt habt. Zum Beispiel, wenn ihr auf Blau seid mit 800 DPI, stellt ihr nur diesen einen Modus um. Wollt ihr die Helligkeit ausschalten oder in einen anderen Wert einstellen, klickt ihr im Bearbeitungsmodus hier oben auf das Mausrad mehrmals drauf, so könnt ihr die Helligkeit der Maus einstellen. Seid ihr fertig mit eurem Modus zum Einstellen, haltet ihr wieder 5 Sekunden lang den DPI-Knopf, die Maus muss wieder dreimal blinken und somit wird der PixArt 3360 wieder aktiviert und ihr könnt eure Maus wieder voll verwenden. Fangen wir mal an, die Gaming-Leistung. Die Gaming-Leistung ist richtig, richtig. Die Videoschnittleistung. Wenn ich runterschalte 400 dpi, also in den roten Bereich bei der Standardmodus, kann ich wirklich sehr gut bearbeiten. Auf genaueste Details kann ich hier schneiden oder auch in Photoshop, GIMP oder sonst irgendwo richtig, richtig gut bearbeiten und kann ich nur jedem weiterempfehlen. So, kommen wir nun zum Fazit und auch zu den Vorteilen und Nachteilen. Hier möchte ich aber erstmal Danke sagen an Inox für die Bereitstellung. War richtig cool von euch. Natürlich hat das irgendwie nicht meine Meinung verändert. Ich sage euch, wie ich die Maus finde und ich finde sie auch richtig geil. Sie ist derzeit auf Amazon leider nicht verfügbar. Ich hoffe, sie ist bald wieder bei uns verfügbar, dass ihr sie kaufen könnt, weil ich finde sie eine richtig coole Maus. Die Maus hat leider kein gesleeftes Kabel. Ja, sie hat zwar ein gummiertes Kabel, das richtig widerstandsfähig ist. Ein gesleeftes Kabel wäre mir trotzdem lieber gewesen. Wobei ich dieses schicke schwarze Kabel passend zur Maus, zu diesem schicken Design, auch richtig cool finde. So, die Vorteile bei der Veneta Maus sind einfach, sie braucht keine Software oder irgendwelche Treiber, um sie einstellen zu können. Ihr habt einfach alles an der Maus, mit dem ihr arbeiten müsst. Ihr könnt alles direkt an der Maus einstellen. Ihr braucht keine Treiber für den PC, das heißt Plug and Play. Das Einstellen ging richtig leicht, habt ihr am Anfang schon gesehen. Der starke Infrarot-LED und die Premium-Switches lassen ein richtig schönes Spielerlebnis zurück. Die LED passt harmoniert sehr gut mit allem, was die Veneta hat. Also die Silhouette, die LEDs, die Switches, alles passt einfach wirklich schön zusammen. Ihr habt eine richtig gute Größe für alle Hände, das heißt für meine Hände, für die meiner Freundin und so weiter. Die Maus ist leicht mit 80 Gramm, wie ihr lesen könnt, eine schöne Silhouette, wie gesagt, höchste Qualität bei den Komponenten, also ihr könnt sie jahrelang verwenden ohne irgendwelche Probleme und der Preis ist mit 47 Euro bis zu maximal 50 Euro sehr gering. Ja, also ich konnte leider nichts Schlechtes finden. Ihr habt jetzt hier noch am Ende zwei meiner Kollegen, das ist EagleEyes84 und der TechBoss, beide haben auch diese Maus getestet und ich denke, sie waren auch sehr begeistert von dieser Maus. Ich hoffe, ihr schaut euch die zwei Videos auch noch an. Jeder hat ein anderes Video gemacht, also wir machen hier nichts gleich. Jeder hat seine eigene Meinung, aber ich glaube, dass wir alle sehr begeistert von dieser Maus sind, weil sie einfach keinen Fehler hat. Zumindest habe ich jetzt noch keinen entdeckt. Mal sehen, vielleicht werde ich in 2 Jahren noch einen entdecken, dann werde ich euch das berichten, aber ich glaube eher nicht.
Hier kommt ihr zu TechPoss und zu Eagle Eyes, also auf das i drücken und ihr kommt sofort zu den Videos. Ich danke nochmal Ninox für die Bereitstellung der Veneta-Maus. Ich werde sie jetzt nur verwenden und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, euer Michi. Schaut euch auf jeden Fall Eagle Eyes und TechPoss Video an. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.